Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Ecker. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geschätzter Herr Minister, liebe Damen und Herren hier im Saal und zu Hause. Frauen haben auch ein Recht auf gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Und darum habe ich Ihnen jetzt einige Themen mitgenommen, die besonders die Frauen betreffen, zum Thema Gesundheitsbudget. Gewalt in den Spitälern, ein Tabuthema. Hier vermissen die stillen Heldinnen ihre lauten Signale, Herr Minister. Verbale, aber auch körperliche Gewalt sowie sexuelle Belästigungen. Die Opfer sind zum überwiegenden Teil Frauen. Dazu gibt es Studien und Erhebungen, die Sie, Herr Minister, sicherlich kennen. Wo sind hier die Maßnahmen im Budget, die im Gesundheitsbereich davor schützen? Viele Mitarbeiter in der Pflege und im Gesundheitssystem leisten höchst kompetent und sehr herzlich einen großen Anteil bei der Gesundung der Patienten, jeden Tag im Jahr. Und dafür möchte ich an dieser Stelle auch Danke sagen. Ein kleiner Teil des Gesundheitsbudgets umfasst explizit die Frauengesundheit. Wichtig ist dann natürlich der Aktionsplan Frauengesundheit. Dazu haben wir heute ja schon einen Entschließungsantrag eingebracht. Die Umsetzungsziele sind für heuer mit 20% angesetzt, sollen erreicht werden. Die Umsatzziele im Vorjahr waren 15%. Und das macht schon nachdenklich. Die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist Brustkrebs. Jährlich sind davon 5.000 Frauen betroffen. Daher ist die freiwillige und die kostenlose Mammographie ein unverzichtbares Angebot, das aber noch viel mehr beworben werden muss, damit wirklich jede Frau davon Gebrauch macht. Wir hinken hier nach. Als präventive Maßnahme ist die HPV-Impfung gerade für jüngere Frauen im Kampf gegen den Gebärmutterhalskrebs eine wesentliche Errungenschaft. Aber wie schaut es sonst aus mit Vorsorgeprogrammen, zum Beispiel mit einer Osteoporose-Untersuchung für unter 50-Jährige? Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister, wie wichtig ist Ihnen die Gesundheit der Frauen wirklich, die unser Land am Laufen hielten und halten, auch in dieser Krise? Gerade für Frauen braucht es andere Medikamente oder Behandlungsmethoden, andere Diagnostiken. In unserem Gesundheitssystem wird sehr viel von Männern getestet und spezielle Auswirkungen auf Frauen sind zu wenig erforscht. Aber Frauen haben auch ein Recht auf gesundheitliche Chancengerechtigkeit. Es braucht zusätzliche Projekte, um die eigene Gesundheitskompetenz zu stärken. Ich habe auch im Ausschuss angesprochen, dass wir einen aussagekräftigen Überblick über den Gesundheitszustand der jungen Frauen brauchen, ähnlich wie wir ihn auch von den jungen Männern vor der Bundeswehruntersuchung eben kennen. Wie sollen Sie, Herr Minister, sonst wissen, welche präventiven Maßnahmen nötig sind, um die Frauengesundheit zu stärken oder bei Projekten zielgerecht nachzubessern? Es braucht eine abgestimmte Strategie, die Gesundheitsversorgung wieder ins Laufen zu bringen. Und zwar schnell. Wie wird das mit den Terminen für geplante und verschobene Operationen? Ziel muss sein, dass alle Menschen in unserem Land trotz und mit Corona gesundheitlich gut versorgt werden. In den Ambulanzen, in den Ordinationen, in den Spitälern. Und durch den Lockdown wird es einen großen Kollateralschaden geben. Finanziell und gesundheitlich im Gesundheitsbereich. Und besonders die Frauen kümmern sich immer zuerst um die anderen. Und erst wenn wieder alles läuft, denken sie an sich selbst. Es ist zu befürchten, dass genau Sie die gesundheitlichen Alarmzeichen übersehen und dadurch am meisten unter den gesundheitlichen Folgen zu leiden haben. Die schlimmste Herrschaft ist die Gewohnheit, schrieb Publilius Syrus. Und damit spreche ich die Maskenpflicht an, im Handel und überall. Die Herrschaft der Maske darf nicht Gewohnheit werden. Sie als Gesundheitsminister konnten mir im Ausschuss zu den Gesundheitsbedingungen zum Schutz der Arbeitnehmer keine ausreichende Antwort geben. Sie bestätigten aber die Bilder von Gesichtern mit Abdrücken von Masken, die Belastung der Brillenträger durch die Ausatmenluft, Ausschläge und Allergien von den Keimen rund um den Mundbereich, die sich an der Maske halten und im Gesicht verbleiben. Gibt es keine Maskenrichtlinie zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter? Offensichtlich nicht, nur Maskenpflicht. Schluss damit, Herr Minister. Zum Wohle unserer Gesundheit. Endlich Schluss mit der Maskenpflicht.
Rosa Ecker war das von der FPÖ und sie hält ein Plädoyer für die Frauengesundheit, denn die sei in diesem Gesundheitsbudget unterrepräsentiert. Medikamente würden zum Beispiel von Männern für Männer getestet, betont sie, die im Zivilberuf Pflegemutter ist.